In Deutschland sagen wir lecker. Wenn in Japan etwas richtig gut schmeckt, sagen wir umai. Und genau da will ich mit euch hin. Hallo Franz in Berlin. Alle Farben. Cool. Hallo nach München. Freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass wir heute zusammen kochen werden. Ja. Typisch deutsches Produkt. Ja, ich freue mich auch sehr. Also ich fand's super, also ich fand's richtig toll, dass du mir geschrieben hattest. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt gleich im ersten Moment. Ich koche für mein Leben gern und in den letzten Monaten habe ich mich entwickelt und habe halt so viel Spaß dran gefunden, dass ich halt echt jeden Tag in der Küche stehe. Und dann kam von dir eine Nachricht, dachte so, wow, geil. Ja, aber es war ja auch mega, was du da gemacht hast, ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Also, Dankeschön. Wir hatten dann ja auch so das erste Mal telefoniert und dann habe ich ja auch gemeint, ne, krass, also was du da zu Hause machst. Geschmacklich kann ich es ja bisher noch nicht beurteilen, aber zumindest mal optisch. Ja. Und handwerklich. Und es schaut ja schon echt ordentlich aus. Also von daher, das hat schon echt Hand und Fuß. Ja. Und dann hast du mir auch noch erzählt, dass du ja backtechnisch ja auch und so tortentechnisch ja ganz versiert bist, ne? Ja, ich habe als Konditor gearbeitet. Genau. Ja. Und ich habe das ganz lange dann nicht mehr gemacht, weil ich muss sagen, es war zwar eine super Zeit, aber ich war ziemlich froh, als ich da raus war, weil ich hatte eine super kleine Küche. Jeden Abend habe ich nur nach Fett und nach altem Zucker, altem Fett gerochen. Und irgendwann war es mir dann auch genug und dann war ich eigentlich auch glücklich, lange nicht mehr zu backen. Und mittlerweile bin ich wieder voll dabei und ich habe mich gestern Nacht noch an einem zum Mirror Glaze probiert und es ist was geworden. Ja? Tipptopp. Cool. Das heißt, das sehen wir doch auch demnächst dann, oder? Das Endresultat dann. Das werde ich auf jeden Fall demnächst auf den Socials raushauen. Cool. Ja, und ich habe mich natürlich auch so ein bisschen mal über dich dann weiter schlau gemacht. Mir war das schon bewusst und ich wusste schon, was du machst. Aber ich wusste nicht, dass du auch sogar Fernsehauftritte hattest und auch schon darüber hinaus über dein Restaurant, über deine Tätigkeit als Koch natürlich dann auch Showküche gemacht hast. Ja, gut, ich meine, heutzutage, ne, ist ja der große Vorteil, dass der Kochen auch viele natürlich interessiert und wenn du natürlich dementsprechend dann die Möglichkeit hast, das Ganze auch mal einem breiteren Publikum irgendwie zugänglich zu machen, dann ist das eine tolle Sache auf jeden Fall und macht ja auch Spaß. Also letztendlich, du musst halt immer natürlich auch schauen, dass ich ja von Dienstag bis Samstags immer richtig im Restaurant ja auch koche, aber halt wenn halt Sonntag, Montag irgendwie zu ist und das Familienleben das erlaubt, dann kann man auch mal das ein oder andere halt dann machen. Ist aber mehr so just for fun, ne? Ist jetzt kein Hauptberufszweig oder wie auch immer. Nee, klar, aber ist cool, man hat halt mehrere Möglichkeiten. Also sag mal so, demnach, du bist ja nicht drauf angewiesen. Also es gibt ja Köche, die tagtäglich, die haben noch nicht mal eigene Restaurants, die tagtäglich da irgendwie beim Frühstücksfernsehen. Das wäre, glaube ich, auch nicht das Richtige, aber ich glaube, die Mischung ist halt geil. Also wenn man die Möglichkeiten hat, auch mal andere Sachen zu machen und das bedingt durch den Job halt. Also. Ja, genau. Ja, cool. Also zur Erklärung nochmal für alle, oder? Ja. Ziel ist es, dass wir ein Gericht heute kochen werden, was sich um den weißen Spargel dreht. Ne? Den hast du den auch eingekauft und Franz, ich habe dir die Zutatenliste mal durchgeschickt dann. Wir haben im Vorfeld das Gericht durchgesprochen und aufgrund dessen stehen wir jetzt beide vor mehr oder wenigen identischen Zutaten aus Berlin und aus München. Es war nicht so einfach, muss ich sagen, bestimmte Zutaten zu bekommen. Ich glaube, ich hätte, also war ja alles relativ spontan, wie wir das gestartet haben. Ich glaube, ich hätte einiges vielleicht bestellen müssen. Also da waren Sachen dabei, die es halt in Berlin nicht in jedem Laden gibt. So. Ich habe kleine Misere hinter mir, aber ich glaube, so weitestgehend haben wir fast die gleichen Zutaten jetzt. Das ist doch cool. Miso-Paste auf jeden Fall hast du bekommen, oder? Habe ich bekommen. Die, ne? Ja. Die habe ich auch hier. Yes, perfekto. Die du mir empfohlen hast. Und auch ein cooler Laden, muss ich sagen, wo es die gab. Da habe ich gleich ein bisschen gestöbert. Mal gucken, was die noch so haben. Super. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, nur noch mal kurz, um durch die Zutaten zu gehen. Das heißt, das Gericht an sich, wir machen gebratenen weißen Spargel, nicht gekochten, weil ich persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt kein so großer Fan von
gekochtem Spargel, weil halt irgendwie Spargel an sich ja schon super viel Wasser ja immer hat als Gemüse. Wenn du das halt auch noch kochst, dann geht halt relativ viel Geschmack immer irgendwie flöten. Und vor allem, ich bin halt auch nicht so ein Fan davon von so weichen Spargel. Dann Lachsforelle, ne? Ich habe hier so schaut die bei mir aus. Du hast die ja noch mit Haut. Die haben wir hier. Tada. Genau, cool. Da sind dann die Gräten noch drin? Ja, hier ist noch eine drin, die muss ich gleich mal raus. Okay. Und dann machen wir Folgendes, wir braten den Spargel und streichen den dann ein mit so einer Kräuterpesto mit aber Kürbiskern drin. Ja. Dafür haben wir Kürbiskerne, verschiedene Kräuter, Parmesan, Öl und eine Hollandaise. Ja. Genau. Viele kennen ja wahrscheinlich die Hollandaise so klassisch. Man macht Ei, Butter, Weißwein, vielleicht ein bisschen Zitrone und dann abschmecken. Und ich fand die Idee halt so total geil, irgendwie das mit der Miso-Paste zu vereinen. Und wir machen quasi ein klassisches Gericht, aber gepimpt. Okay, ich würde sagen, wir legen gleich los, oder? Ja, wunderbar. Lass uns okay. starten. Und zwar, wir fangen mit der Hollandaise an, also mit der Reduktion für die Hollandaise. Das heißt, eine Schalotte. Ja. Und die Schalotte schälen wir erstmal. Ich habe jetzt hier so mittelgroße, ich glaube, das passt, oder? Ja, das passt. Jetzt habe ich es hin und her gehalten. Genau, und was wir jetzt machen, ist das Ganze eigentlich nur kleinschneiden, egal wie, ehrlich gesagt. Du siehst es ja unten da bei mir. Ja, ach so, einfach grob klein. Ja, genau. Ich muss schon sagen, da ist der Pressure schon ein bisschen höher, wenn du jetzt da auch so gut kochen kannst, dass ich jetzt hier nicht ausschaue wie der größte Amateur neben dir dann, ne? Am Ende bist du da irgendwie schneller oder... Wir hätten eine Jury gebraucht, oder? Die dann nachher hier noch das Gericht bewertet, so in Berlin und München. So weit sind wir zum Glück noch nicht. Also dann ab in den Topf damit, ja? Genau, ab in den Topf. Genau, also den nehmen wir dann quasi zum Einkochen von dem Ganzen. Ja. Und was ich jetzt hier habe, ich hatte dir das ja geschickt. Das sind 100 und 100 jeweils Weißwein und Nolipra. Und habe ich da? Du hast gemeint, Reisessig hast du. Also Weißwein und den Nolipra. Und genau, so diesen Wermut halt, ne? Französischen Wermut, richtig? Ja. Und davon jeweils so einen Schuss jetzt rein. Ich zeig dir das jetzt mal so. Ja. So die Menge. Okay. So halb insgesamt, halb, ja. von allem. Also am halb Weißwein und den Wermut, den Nolipra. Und dann quasi zwei Teile Wermut, zwei Teile Weißwein und ein Teil Essig. Okay. Trinkst du gerne Wein auch eigentlich? Ich muss sagen, jetzt speziell gerade, weil ich immer alleine bin, trinke ich gerade gar nicht zu Hause eigentlich. Also ich habe ja auch mal irgendwie schon mehr versucht, über FaceTime so mit jemandem zu treffen und zu trinken. Aber irgendwie ist es nicht dasselbe, wie man mal ausgeht oder irgendwie unterwegs ist. Und habe demnach auch gar nicht so viel zu Hause getrunken. Aber ich bin nicht so der Weißwein oder der Weintrinker im Allgemeinen. Ich trinke am liebsten Bier. Okay. Und da habt ihr ja eigentlich die geilsten Biere gerade auch im Süden. Ja. München, Stadt der Biere, ne? Leider Gottes ist ja wegen Corona jetzt ja auch unser größtes Biervolksfest abgesagt worden, was man sich so weltweit vorstellen kann. Ja. Aber ich glaube, dieses Leid ist, ist geteiltes Leid, ne? Also bei dir sind jetzt ja auch sämtliche Dinge abgesagt worden, oder? Ja. Bis wann jetzt eigentlich offiziell? Ab wann plant ihr wieder irgendwie? Also ganz offiziell zu planen, fangen wir vielleicht so im Herbst an. Also die ersten Sachen sozusagen fangen wir an im Herbst zu planen. Allerdings hat man da keine Planungssicherheit. Aber was man machen kann, zum Beispiel, was ich jetzt das erste Mal gemacht habe, ist in einem Autokino spielen. Habe ich gesehen. Das ist eine Möglichkeit. Also die Not macht erfinderisch. Ich muss sagen, es ist total toll, wie die Leute alle kreativ werden. Ja, was ich jetzt habe, sind hier ein paar Pfefferkörner. Ja, eine Handvoll Pfeffer. Das sind jetzt so, weiß ich nicht, circa 20 schwarze Pfefferkörner. Du kannst aber auch gemahlenen Pfeffer nehmen. Ja, ich habe alles hier. Hast du auch? Okay. Und was ich jetzt mache, ist mit dem Messer die Körner so ein bisschen andrücken. Oh. Die sind jetzt drin. Ja. Und das Ganze stellen wir jetzt auf den Herd und kochen das um ungefähr die Hälfte ein.
Circa. Von der Menge her habe ich jetzt so viel drin. Guck mal rein. Ja, bisschen mehr. Bisschen mehr Flüssigkeit. Probier's mal, wie es so. Also es sollte jetzt nicht super, super sauer jetzt schon sein, weil sonst wird es nachher ein bisschen zu heftig. Von der Säure super. Ja, dann würde ich jetzt noch von allen ein bisschen was dazu tun, dass du insgesamt ein bisschen mehr Menge hast. Ja. Und dann kommt das Ganze auf den Herd und wir kochen das ein. Wie gesagt, so um die Hälfte ungefähr. Ready. Dann aufs Feuer, oder? Cool. Genau. Einfach einkochen. So. Als nächstes das Kräuterpesto mit den Kürbiskernen. Dafür nehmen wir die Kürbiskerne und die müssen wir erstmal ein bisschen rösten in der Pfanne. Jo. Parmesan? Ja. Genau, da wir das ja eh mixen, schneide ich jetzt den Parmesan einfach so, ja, knapp 50 Gramm einfach in Stückchen und die kommen dann so grob gehackt in den Becher rein, wo wir dann gleich alles mixen werden. Kannst natürlich auch reiben, aber ich bin halt immer nicht so ein mega Fan von den Reiben, bis du die wieder sauber gemacht hast. Da hast du recht. Ich glaube, vor allem für zu Hause, oder? Oder? Das ist halt immer super nervig, ne? Dann hängt es da alles dann drin und ein Messer ist halt 10-mal schneller irgendwie abgewaschen. Das stimmt. So, die Kürbiskerne. Ja. Die sind jetzt hier leicht geröstet bei mir. Und bei dir auch so? Ja, müsste eigentlich. Ja, ist ein bisschen farbiger. Kommt so das Aroma schön raus, ne? Die werden auch so ein bisschen größer, ne? Die werden dann so, also die platzen fast auf, ne? Ich habe die jetzt erstmal in ein Schälchen rein, dass sie leicht abkühlen können. Alles klar. So, als nächstes die Kräuter. Genau. Als nächstes geben wir jetzt erstmal die ganzen Kräuter hier rein, die du bei dir hast und die ich bei mir habe. Du hast Kerbel, Gartenkresse, Schnittlauch. Und Koriander. Und Koriander, genau. Ich bin ja auch ein großer Koriander-Fan. Du hast mir auch erzählt, dass du Koriander liebst. Ja. Nur ganz kurz noch, bevor du jetzt alles reinschmeißt von den Kräutern, ein bisschen was überlassen, weil dann haben wir nämlich nachher noch was zum toll ausgarnieren. Ja. Machst du das mit Stielen oder wie sieht das aus? Ja, ich schneide es ein bisschen klein. Ja. Vorher, dass es nicht zu grob quasi in den Mixer reinkommt. Aber ansonsten, schau mal hier unten. Einfach einmal ein bisschen grob durchhacken. Genau, genau. Und da geht es ja wirklich darum, wir wollen den weißen Spargel, der nach dem Braten hat, ja schon eine schöne Aromatik hat, einfach nur noch mal so ein bisschen einpinseln dann in Anführungsstrichen mit dieser Pesto, ja. Dass außen an dem Spargel dann diese Kräuter halt rankleben dann, ne? Und dass das Ganze ein bisschen frischer wird, so vom Geschmack her, ein bisschen grüner einfach. Das klingt auf jeden Fall schon sehr lecker. Danke, danke. Ich hoffe, es wird auch schmecken, aber das Gute bei so einer Aktion hier ist ja, dass man immer darauf ausreden kann, dass es vielleicht in Berlin grandios schmeckt, in München aber nicht oder andersrum. Ne? Also, wie ist das eigentlich? Bietet ihr auch sowas an in eurem Restaurant oder ist es mehr wirklich kleinere Gerichte? Ja, also wir haben, klar, also grundsätzlich ist es so, wenn du zu uns kommst, wir haben einen 5- und einen 7-Gang, das ist mal so das Grundgerüst, was wir anbieten. Und davor gibt es natürlich Kleinigkeiten vorneweg. Wir nennen das halt immer so Amüsbusch, also so Apero-mäßig Einstimmungsgerichte quasi und und dann hast du danach dann noch mal so eine kleine Armada in Anführungsstrichen an süßen Dingen, die noch zum Kaffee gereicht werden. So, ich habe jetzt die Kräuter hier drin, ne? Jo. Jetzt sind die Kürbiskerne auch ein bisschen abgekühlt, die kommen jetzt auch mit rein. Ja. Top. Und das Ganze mixen wir jetzt dann mit Kürbiskernöl und neutralen Öl, sage ich jetzt mal. Also ich hatte ja gemeint, sowas so in Richtung Traubenkernöl. Ich habe Sonnenblumenkernöl auch und gut, genau. Super. Und da jetzt jeweils so einen guten Schuss halt rein, dass wir es mixen können.
gerade so mit Kürbiskernöl, finde ich, da kannst du immer sehr schön eine Aromatik reinbringen, ne? Dieses Nussige, das ist eigentlich echt ziemlich cooles Öl. Den Fisch hast du schon rausgelegt, ne? Den habe ich gerade rausgelegt, ja. Okay, perfekt. Der Titel war ja leicht gelernt und schwer gemeistert. Ja. Dein Vorschlag, grandioser Titel. Und genau das ist ja auch der Punkt jetzt gerade zum Beispiel beim Fischgarn. Viele kennen das ja, dass wenn du jetzt zum Beispiel Fleisch brätst, also so ein Steak irgendwie brätst, dann wissen ja mittlerweile ja fast alle schon, du musst es halt eine gewisse Zeit vorher rauslegen, damit es nicht eiskalt in die Pfanne kommt. Ja. Und beim Fisch ist es aber halt auch das Gleiche. Also wenn du halt nachher auch das schön glasig haben willst und gleichmäßig gegart haben möchtest, dann ist es immer von Vorteil, den Fisch ein bisschen schon mal rauszulegen auch, dass er halt temperieren kann. Das machen wir halt bei uns im Restaurant halt auch. Wenn du halt das Restaurant betrittst und dann irgendwie ausgesucht hast, was du gerne essen möchtest, dann bereiten die das auch schon so vor und temperieren auch schon mal den Fisch so 2-3 Gänge vorher, dass der halt, wie gesagt, nicht so eiskalt dann irgendwie gegart wird. Kreierst du auch die Süßspeisen in deiner Karte? Ja, oder? Ja. Achso, okay. Ja. Genau, Creative Development quasi, da bin ich auch mit dabei. Wir haben natürlich zwei Patissiers bei uns auch in der Küche. Okay. Aber da aufgrund dessen, dass ich selber auch mal Patissier auch mal war in Holland, wo ich bei Sergio Herrmann noch gearbeitet habe, knapp ein Jahr lang habe ich dort eben die Patisserie gemacht. Und daher habe ich ein bisschen Ahnung von so Teigen und Cremespeisen und sonstigen lustigen Süßigkeiten. Und für mich ist es ja auch wichtig, dass, ich meine, bei dir ist es ja, ich meine, du führst ja durch den ganzen Abend, beziehungsweise ne, durch ein Set ja quasi durch. Ja. Das heißt, dein roter Faden ist ja automatisch durch dich schon vorhanden. Richtig. Für mich ist es halt schon aber auch wichtig, dass halt der Gast, der bei uns sitzt, natürlich auch das Gefühl hat, dass jetzt nicht ab dem Zeitpunkt, wo es dann süß losgeht, auf einmal irgendwie eine andere... Note. Genau, dass du jetzt aber in einem anderen Restaurant sitzt, so ungefähr. Ja, die kommen ja, kommen ja für dich. Die kommen ja für deinen Gaumen, für deine Kreation. Und ich glaube, wenn man dann sagen würde, ja, okay, ab hier an jemand anders, dann wäre das halt, okay, vielleicht macht man, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mit so Gastauftritten. Also sozusagen, dass man mal in die Küche von jemand anders kommt. Also das habe ich schon öfters mal gelesen irgendwie mit Gastkoch, aber das haben wir auf der Bühne ja auch so. Ja, genau. Also für mich ist es halt schon immer wichtig, das natürlich auch von Anfang an so als Team ja auch deutlich darzustellen. Ne? Das ist halt, wie gesagt, nicht, dass es nicht so rüberkommt, wie wenn es halt nur eine einzige Toru Nakamura Show ist, so ungefähr, sondern dass natürlich da ein großes Team ja dahinter steht. Ne? Und ich glaube, diesen Grundgedanken, den hast du ja genauso, wenn du in deiner Show quasi ja auch dann diese Ecke mit den Solo-Acts ja auch noch mit eingebaut hast. Ne? Ja, also bei mir, ich habe auch ein echt großes Team im Rücken und ohne das würde es nicht gehen. Also ich versuche das auch immer ein bisschen zu zeigen, weil in der Welt von vielen bin ich, entweder bin ich einer, der alles macht oder ich bin plötzlich eine Band oder die Leute haben manchmal keine Vorstellung, was es wirklich ist, was ich mache, was ich bin. Und ich sag mal, alle Farben gehört immer ein Team dazu. Also wenn wir zum Beispiel auf Tour sind, dann sind wir bis zu 15 Mann unterwegs. Also das muss man sich vorstellen, da ist ja hinter den Kulissen Ton, Video, dann haben wir Visuals, also auf diesen Leinwänden hinter mir. Und dann haben wir halt jetzt neu, haben wir so Kamera-Live-Bild zum Beispiel und das muss ja alles live geschnitten werden. Und dann haben wir halt jemand, der das mit aufbauen muss und so weiter. Also es ist halt ein großes Team, ohne dass das gar nicht funktionieren würde. Mhm. Mhm. Und ich denke mal, bei dir ist es ähnlich. Ein Schuss Öl kann es noch vertragen. So, ich denke mal, meine Reduktion ist ready. Ja. Schau mal, ich denke, es ist ready. Ja, vielleicht ein bisschen Öl noch. Ja. Genau, und was ich jetzt mit der Reduktion mache, ist die einmal durch das Sieb einfach nur. Ja. Sehr gut. Okay, nur mal als Anhaltspunkt für dich. Als Anhaltspunkt für dich, dass du, wenn ich jetzt nachher anfange mit Eigelb dazu und so, weil wir geben ungefähr die gleiche Menge an Eigelb auch rein und das hat jetzt
So knapp 150 Milliliter hat es jetzt. Okay, bei mir. Ich habe aber auch am Anfang ein bisschen mehr reingetan, muss ich auch zugeben. Dann gucke ich mal bei mir. Kannst du mit der Waage auch machen oder so? Ja, habe ich gerade raus. So, ich habe 120. Na, ist doch super. Wahnsinn. Als ob es abgesprochen gewesen wäre. Ja, fast. Und was wir auch schon jetzt machen können, dann ist ein Block Butter, also so ein 250 Gramm Päckchen, auf den Herd stellen, nur dass es schmilzt. Ja. Einfach nur zum Schmelzen aufstellen. Ja. Und ich habe auch noch, Butter jetzt gerade erst rausgelegt dann, okay? Okay, das muss ich lege dann jetzt welche nach. Genau. So. Was du jetzt machen könntest, wäre schon mal deinen Ofen auf 80 Grad Umluft stellen. Mhm. Genau, 80 Grad Umluft. Also ich habe Ober-Unterhitze, Heißluft plus. Ich glaube, Ober-Unterhitze, der ventiliert da drin. Also. Ja, dann Ober-Unterhitze. Dann mache ich es auch auf Ober-Unterhitze. So. So. Und jetzt machen wir den Spargel. Tipptopp. Mit dem guten alten Sparschäler. Wie ist denn das eigentlich grundsätzlich? Oft werde ich ja auch in Interviews oder so gefragt, ja, wo ziehen Sie Ihre Inspiration her, etc. Jetzt machst du ja viel immer mit Künstlern zusammen. Ist es dann so, die kommen auf dich zu und sagen so, hey Franz, ich habe eine coole Melodie, ich sing dir die jetzt mal vor oder spiel dir die mal vor und machst du dafür dann quasi jetzt die Beats zum Beispiel oder andersrum oder unterschiedlich? Das kann ganz unterschiedlich sein. Also oft ist es so, dass ich halt mit Leuten zusammensitze, einen Song schreibe oder zumindest an Ideen arbeite. Und dann kann es sein, dass halt der Demo-Sänger oder so halt auch passt zum Beispiel zum Lied oder halt auch nicht. Und dann geht man auf Sängersuche. Oder ist es so, dass ich halt eine Demo zugeschickt kriege mit, sagen, XY-Künstler würde gerne mit dir arbeiten, hat hier eine Demo gemacht. So. Das wird natürlich auch alles ein bisschen ausgefiltert vorher. Ich habe halt irgendwie Leute beim Label sitzen, die halt mir mal was zuschicken oder halt auch bei mir im eigenen Office. Und ich muss aber sagen, ich präferiere immer den Weg, mit den Leuten die Songs zu erarbeiten, mit den Leuten den Song zu schreiben. Und selbst jetzt in dieser Zeit habe ich es geschafft, ein Songwriting-Camp zu machen. Das war sehr spannend. Und zwar dann halt über Zoom, da kann man halt Gruppen machen. Und dann haben wir halt echt tagelang damit verbracht, zusammen Songs zu schreiben über Zoom. Da gibt es so viele technische Möglichkeiten jetzt, dass man in Echtzeit, da kann einer mit der Gitarre spielen und es kommt bei mir auf dem Rechner aufgenommen. Das heißt, kann es direkt bearbeiten, direkt verschieben, wie ich es möchte. Und das geht super einfach, die Technik macht es möglich. Der menschliche Faktor fehlt ein bisschen, das muss man sagen. Das haben alle irgendwie ein bisschen vermisst, aber es war möglich. Das fand ich cool. Cool, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein Aspekt halt, ne, dass wir jetzt ja auch alle merken, dass es in gewissen Bereichen, das ist zwar auch ganz praktisch, wenn du jetzt nicht mehr die eine Hälfte der Leute einfliegen lassen musst, etc., um in Berlin wahrscheinlich dann irgendwie live sich zu sehen. Aber auf der anderen Seite wird einem auch deutlich, wie wichtig es ist, dass man diesen persönlichen Kontakt halt auch hat, oder? Ja, ich glaube, nichts kann man damit ersetzen. Also persönlicher Kontakt, der fehlt. Aber man kann halt echt mit Kreativität irgendwie Lösungen finden, genauso wie wir. Das ging jetzt ja, ich meine, selbst wenn es jetzt nicht in der Krise wäre, ich glaube, es wäre nicht so einfach gegangen, irgendwie, dass wir uns mal treffen, was mal zusammen kochen oder du mir was zeigst, ein kleines Video machen. Ich glaube, es wäre alles aufwendiger gewesen und jetzt, weil es halt so sein muss, können wir es halt plötzlich auch so machen. Genau, genau. Eben in der Krise auch so ein bisschen neue Möglichkeiten sehen oder ich finde halt, du wirst da einfach auch ein bisschen offener für alles gehen, ne? Ja. Du hast ja auch momentan ja weniger für dich selber auch so diese Ausrede, ich komme nicht dazu, ich habe keine Zeit oder wie auch immer, ne? Man Richtig. Ist dann irgendwie so von Termin zu Termin etc. Und jetzt merken wir irgendwie so, naja, der Tag, der hat ja schon 24 Stunden, ne? Und wenn ich mir den halt so oder so einteile, ja, das ist zwar immer so einfach gesagt, ne? Weil wenn du natürlich dann irgendwie unterwegs bist und in irgendwelchen Hotelzimmern dieser Welt, dann ist es natürlich einfacher gesagt. Da kann man halt nicht so. Ne?
in Hotelzimmern kann man nicht so gut arbeiten, muss ich sagen. Und was ich toll finde, gerade jetzt die Möglichkeiten, die es halt gibt, so, die man jetzt nutzen kann, was ich toll finde, alle arbeiten damit und plötzlich ergeben sich auch viel mehr Kontakte, viel mehr Möglichkeiten. Ich habe jetzt halt auch mit Künstlern zusammengearbeitet, mit denen hätte ich, glaube ich, im Leben nicht zusammengearbeitet. Und jetzt war es so, es war ein Zoom-Call entfernt. Und ja. Genau, und ich merke auch dieses Reisen und dieses ganze Unterwegssein, das frisst so viel, nicht nur die Zeit selber, sondern auch die Zeit, die man dann halt auch braucht, um mal sich irgendwie wieder zur Ruhe zu kommen. Ja, das schlaucht ja auch, oder? Das ewige Fliegen und Machen und Tun und dann in fremden Betten wieder schlafen, solche Dinge, das ist ja schon irgendwo ja auch anstrengend. Ne? Was ich jetzt noch gemacht habe, ist schon mal hier unten, ich habe den klassisch halt so diese Enden jetzt abgeschnitten. Ja. Ich habe jetzt so 6 Stangen geschält, also. Ich habe auch 6. Ha! 6 Stangen sind ohne, auch wieder sind ohne, ja im Schnitt, ohne Absprechen. Bei den dicken sind ja 6 Stangen im Schnitt 500 Gramm, also ich habe 600 gekauft und eine habe ich über. Also Pi mal Daumen, 500 Gramm. Cool. Enden abschneiden, die sind immer so ein bisschen holzig. Ist halt schwer zu sagen, wie viel. Du also da lieber. Ein bisschen mehr ab, also schneidest schon so 3-4 Zentimeter ab, oder? Ja. Jo, okay. Okay, und was wir jetzt machen, weil wir wollen ja jetzt nicht komplett zu viel schmutzig machen, wir rösten noch kurz jetzt den Sesam in der Pfanne an, in der wir dann gleich den Spargel braten. Und hast du auch einen Mörser bei dir? Ja, habe ich. Stimmt, weil du hast ja auch erzählt, dass du gerne thailändisch und vietnamesisch und so kochst. Also wahrscheinlich Mörser ist ja die Mindestausstattung dann für diese Art von Küche. Ist unabdingbar gerade bei der Küche. So, ich habe jetzt ungefähr 2 Esslöffel drin. So. Ja, und das rösten wir jetzt auch einmal. So, ich habe die Butter jetzt mal wieder ausgemacht. Die ist ready, also die ist flüssig. Okay. Beim Sesam müssen wir jetzt kurz daneben stehen, ja. Weil das geht super schnell, dass der verbrannt ist. Hast du eigentlich, weil das finde ich immer so super spannend, so diese ganzen kreativen Entwicklungen etc. Hast du so eine Art von irgendwie speziellen Ort, wo du die meiste Inspiration irgendwie erfährst oder sowas in der Richtung? Ich glaube, für mich große Inspiration sind auf jeden Fall immer die Leute, mit denen ich arbeite. Das ist immer was ganz Wichtiges bei mir. Wie du auch ja meintest, irgendwie mit meinen Gastsängern und dann halt auch mit den Bühnenauftritten mit Leuten. Das ist halt alles part of it. Und halt genauso im Studio mit denen zu sitzen und zu sagen, ey, was sind eure Einfälle, wo geht's lang? Und man entwickelt auch Geschichten zusammen. Also sowas wie Bad Ideas, da ist einfach eine Geschichte. Cooler Song. Eine Geschichte, die für uns alle connected war. Alle, die in einem Studio saßen und haben gesagt, ja, Bad Ideas makes the best memories. Jeder hatte eine Geschichte und jeder hat irgendwie so, auch so halt die üblen Geschichten, die einem halt passiert sind oder so und dann lacht man drüber, weißt du? Und irgendwie war das halt auch so ein Teamwork oder man hat halt irgendwie diesen Gedanken zusammengefasst. Ja. Ja, bei mir ist das ja, weiß ich nicht, ne? Also mit so Inspiration etc. Ich finde, also ich tue mir immer so wahnsinnig schwer, wenn du irgendwie in einem Raum zusammensitzt mit dem Team und dann versuchst du da irgendwie so Brainstorming zu machen. Meistens kommt es immer irgendwie eher, wenn wir zum Beispiel irgendwie draußen im Garten sind, da irgendwelche Kräuter pflücken oder gerade auch während der Arbeit. Ne? Das finde ich auch zum Beispiel super spannend immer. Also jeder arbeitet so vor sich hin und auf einmal kommen dann irgendwie die Ideen in den Kopf. Und für uns ist es ja auch immer wahnsinnig wichtig, ja, ne? Genauso wie für dich ja auch. Immer wieder mit neuen, so wie du halt mit neuen Liedern kommst, müssen wir halt auch mit neuen Gerichten natürlich kommen. Und das macht ja auch keinen Sinn, dann irgendwie die 5. Version von Bad Ideas irgendwie dann rauszubringen. Das macht ja nicht wirklich Sinn halt. Ne? Genau, das hören dann sich einige an, aber es inspiriert keinen. Also man muss halt irgendwie. Ja, ich denke, genau, dieses Kreativsein, einem kommen Ideen überall, aber ich arbeite halt gerne auch einfach die Sachen dann weiter aus oder komme zu neuen Ergebnissen, wenn ich mit Leuten zusammensitze. Und ich denke, es ist so ein Austausch. Manchmal ist es so, es reicht ja einfach, wenn dir jemand einen Input gibt, er sagt irgendwas oder so und damit kannst du arbeiten. Ja. Oder was mir halt auch echt aufgefallen ist, wenn ich am Tisch zum Beispiel hier bei mir in der Küche sitze und versuche ein Gericht irgendwie auch mal so drüber nachzudenken und ich schreibe und ich schreibe und ich komme irgendwie nicht auf den Gedanken und dann stehe ich aber auf und gehe nur ins Nebenzimmer, dann kommen teilweise auch die Ideen dann, ne? Ja.
Also das ist auch irgendwie, wenn du halt irgendwie dich bewegst oder so. Und dann, wie machst du das? Hast du immer, also, weil, keine Ahnung, ich, wenn ich eine Idee habe, dann muss ich das irgendwie notieren, aufschreiben, was auch immer, Sprachnotiz machen. Ja. Viel handschriftlich. Also ich schreibe viel auf. Ich habe da auf dem Tisch. Ich habe auf dem Tisch einen Berg von kleinen Notizen, ein Wirrwarr. Aber das ist genau so, muss ich es machen. Ich werde dann mal gerne auch auf den Arm genommen, ne? Von Freunden, wenn die halt dann sagen, mit meiner Zettelwirtschaft da und ich habe dann so eine Mappe, in der ich da die ganzen Ideen dann so auf Papiere immer schreibe. Weil das meistens dann, ich versuche es ab und zu irgendwie mit so einem kleinen Büchlein zu machen, ne? Wo du halt dann alles so geordnet dann drin hast. Aber das funktioniert auch immer irgendwie nie so richtig. Ich erkenne mich da 100% wieder. Ich habe nämlich da auch gerade ein frisches Buch liegen, was angefangen ist. Aber die Zettel, ich benutze es jetzt gerade einfach nur, um die neuen Zettel irgendwie zu sammeln. Ingwer? Ja. Dann nehmen wir jetzt. Der ist jetzt, habe ich vorher schon gewaschen, dass da halt kein Sand mehr irgendwo drin ist. Deswegen ist der jetzt mit der Schale und ich habe jetzt so ungefähr, ja, so einen. Alles klar. So die Menge in Scheiben. Mhm. Und die schneiden wir auch nochmal in Würfel. Das heißt, die Scheiben in Streifen und die Streifen in Würfel. Habe ich jetzt zum Sesam auch dazu? Ja. Dann so ein bisschen hier Chilischote auch mit rein, so als kleine Würfelchen. Das Ganze ist jetzt natürlich in dem Fall jetzt nicht so mega klassisch japanisch, sondern geht ja wirklich jetzt mehr so in die Richtung Thai in Anführungsstrichen oder Vietnam, jedenfalls so wie ich mir das vorstelle, weil ich muss ja eingestehen, dass ich selber außer in Japan noch in keinem anderen... Sesam, ne? Einfach. Bitte? Ich tue es auch zu dem Sesam und dem Ingwer. Ja, genau. Ja, den Ingwer meinst du, oder? Ja, Ingwer und ja. Chili zusammen. Genau. Ja. Aber so, dass du es nachher nur noch umrühren musst, aber relativ klein dann schon mit dazu. Ja. Und was vom Zitronengras. Wie viel nimmst du da? Ja. So eine halbe? Da habe ich jetzt so ein Stück. Ja. Und zwar eher so das untere Stück. Genau. Dann nehme ich die äußerste auch weg und schneide es relativ fein. Also ich. Ja, das ist wie klassisch in der Thai-Küche. Genau, halbier das einmal und dann quasi wie wenn du eine Zwiebel schneiden würdest, schneide ich das erst fein ein und schneide dann Würfelchen raus. Und dann hast du so eine. Warte mal. Da ist so eine feine Geschichte, ne? Ja. Weil das werden wir nachher jetzt nicht mehr irgendwie rauspastieren oder so, das bleibt drin. Genau, das wollen wir mitessen. Richtig. Und das gebe ich jetzt auch einfach mit in den Mörser. Genau. Und dann noch etwas Limettenzeste. Mhm. Auch nochmal so reingerieben, ne, in den Mörser dann. So. Okay. Und jetzt fangen wir mal mit dem Spargel. Ja. Nimmst du zum Spargel anbraten, nimmst du da Butterschmalz oder was nimmst du? Ja, ich nehme ein Stückchen Butter einfach. Also okay. Ganz normale Butter. Gibt es so Zutaten, so deine Lieblingszutaten, was du gerne benutzt? Oder? Butter. Butter. Also Butter auf jeden Fall, in jeglicher Form. Das ist grandios. Ich glaube, ich kenne keinen Koch, der das Butter nicht gerne macht. Und ansonsten natürlich, also ich finde halt immer jetzt, was wir heute auch hernehmen, Miso, Sojasauce, solche Dinge, das gibt schon auch immer einen schönen Geschmack einfach dann, ja. Die Butter leicht schmelzen und dann den Spargel dazu. Ich habe jetzt ein bisschen Salz noch drauf gestreut auf den Spargel, den lassen wir jetzt so ein bisschen hier so vor sich hin braten leicht. Ja. Immer ein bisschen drehen oder lässt es erstmal so? Ja, ich habe das schon einmal jetzt kurz geschwenkt, damit es ummantelt ist mit der geschmolzenen Butter. Ja. Und danach lasse ich es jetzt aber erstmal auf einer Seite, dann drehen wir es, dass es so ein bisschen goldbraun wird von allen Seiten. Ja. Und so nicht. Ja. Ich habe jetzt, also du hast ja Gas, aber ich habe es von 12 Stufen auf Stufe 8.
so als Beispiel, wegen Hitze. Also nicht zu viel Power, aber schon ein bisschen was, dass halt bei was rumkommt. Ja, sollte so gehen. Es brutzelt. Jawohl. Gehen wir zum Fisch weiter. Ja. Und du machst das Ganze mit Haut, ich mach's ohne Haut. Mhm. Ich schneide mir jetzt hier ein Stück runter, den Rest mache ich nachher für die Family, wenn sie kommt. Okay, das heißt, ich glaube hier, mein Stück ist auch zu groß für mich alleine. So. Okay, und zwar geben wir jetzt auf den Teller erstmal ein bisschen Butter, dass der nicht so traurig auf dem Teller trocken da liegt. Ja. Und würze den Fisch von beiden Seiten, leicht aber nur, nicht zu viel. Mhm. Was nimmst du da? Pfeffer? Da habe ich jetzt so Meersalz. Meersalz. So. Ich höre schon, bei dir geht auch schon was mit dem Spargel, hört sich auch schon gut an. Ja. Also ich drehe jetzt schon meinen Spargel mal so ein bisschen, der bekommt schon eine leicht... Ja, habe ich jetzt auch gerade gemacht. ...helle braune Farbe. So, jetzt habe ich auf den Fisch auch oben nochmal ein Stückchen Butter drauf. Mhm. So, und das Ganze tun wir jetzt in den Ofen rein, bei den 80 Grad. Ja. So, ist im Ofen. So, und der Vorteil ist halt, das ist halt jetzt relativ entschleunigtes Kochen, weil jetzt nämlich relativ wenig passieren kann, wenn du jetzt da das Zeitfenster jetzt nicht ganz so einhaltest. Und wir haben quasi parallel jetzt Zeit, die Hollandaise aufzuschlagen. Mhm. Dafür brauchen wir unsere Reduktion. Ja. Und ich denke mal so 4 Eigelb. Mhm. So, der Spargel hat bei mir jetzt schon ein bisschen Farbe, also der ist auf jeden Fall gut dabei. Ich denke okay, mal. Kannst du mal zeigen? Kannst du mal zeigen, wenn du magst? Ja, also der eine Seite ist jetzt schon, hat schon ein bisschen. Da muss jetzt hier. Der ist ready. Ja, dann dreh mal runter. Jo. Dann geht es nur noch durch die Restwärme quasi. Ja. So, trennst du jetzt. Genau, hier Eigelb trennen, das Eigelb zur Reduktion dazu, und das ist der große Vorteil jetzt. Die ist jetzt schon abgekühlt, weil wir die ja vorhin ja schon gekocht haben. Das heißt, da muss man jetzt auch nicht Angst haben, dass dann sofort das Eigelb da gart in der heißen Flüssigkeit. Wo drin machst du das jetzt? Also ich habe jetzt hier zur Auswahl, also ich habe das ja vorhin abgegossen in ein Glas. Ja. Ah, okay. Jetzt brauchen wir dieses kleine Töpfchen, was du da vorhin mir mal gezeigt hattest, mit dem Stiel dran. Dann gieße ich das da zurück. Ich nehme ein Eigelb noch mehr. Ich habe jetzt 5 hier bei mir drin. Ja. Ja, bei mir ist ja auch 30 Milliliter weniger Flüssigkeit, kommt ja genau hin dann. Dann auf 30 Milliliter halt ein Eigelb. Genau, weil ein Ei hat ja ungefähr 50 Gramm, das Eigelb, ne? Ungefähr 20 Gramm, ne? Lernt man ja bei uns in der Schule ja auch. Also in der Berufsschule. Ja. Also genau. Ich tue jetzt in die Reduktion die 4 Eigelb. Ja. Jetzt habe ich das so vermischt. Eigelb und Reduktion. Ja. Ich habe Salz dazu getan. Mhm. Salz dazu. Und hast du auch, hatte ich jetzt vergessen zu fragen, hast du auch Cayennepulver bei dir? Habe ich da, ja. Sehr gut. Und da gleich auch davon was dazu, richtig? Davon auch was dann dazu, gleich am Anfang. Und jetzt müssen wir das Ganze aufschlagen auf dem Herd. Und zwar nicht zu heiß und nicht aber auch wiederum zu kalt. So ungefähr die Mitte. So. Und dann einrühren. Schaumig rühren. Bei mir ist es auf jeden Fall langsam cremig. Ich glaube, ich kann gleich losgehen mit der Butter. Heb mal den Schneebesen so hoch. Ja. Wie das ausschaut, wenn du den hochhebst, den Schneebesen, ob das dann so schon so kompakt ist? Ja, schon langsam. Also bei mir ist es immer noch eher so eine schaubige Geschichte. Da passiert halt noch nicht ganz so viel, aber
Also es ist wie so Eischaum jetzt. Ah, okay. Dann rühr mal weiter, aber lass es aber weg vom Herd. Ja. Und rühr mal nur ein bisschen weiter, weil diese Restwärme das Ganze immer noch weiter gart. Ich finde es ja immer so faszinierend, weil eigentlich so eine Hollandaise, ne, wie du jetzt ja auch siehst, eigentlich ist es ja kein Hexenwerk, ne? Nee. Aber ich glaube, viele sträuben sich halt gerade vor der Arbeit, die muss die Eier trennen, du musst die Butter schmelzen und so weiter. Viele wollen halt einfach nur schnell, schnell, schnell was machen und dann überlegen sie gar nicht, wie es ist, eine Soße zu machen. Aber jetzt hier diese Ausgangsbasis, ne, diese Creme, die wir jetzt aufgeschlagen haben, ja. Die kannst du auch hernehmen, um andere Fette ja auch quasi rein zu emulgieren, wie bei einer Mayonnaise, ne? Ja. Und das Coole bei dieser Hollandaise ist ja wirklich, dass du echt alle möglichen Variationen machen kannst. Es gibt ja diese klassischen Abwandlungen, dass du zum Beispiel sowas wie einen Hartkäse, also Parmesan zum Beispiel, unterrührst. Dass du mit Orange es abschmeckst. Oder Bernays, das ist ja mit Estragon, oder? Bernays, genau, Estragon. Choron ist mit Tomate, Foyot ist mit ein bisschen Kalbschü oder so rein. Da gibt es ja diese ganz klassischen, so Escoffier ist so ein Kochbuch von 1900 irgendwann, das diese ganzen klassischen Schaumsoßen auch hat. Ja. Aber du kannst ja auch komplett anders spielen. Ne? Wir haben ja schon ausgelassenes Wagyu-Fett zum Beispiel auch eingerührt in der Hollandaise. Oder ja. Wenn du so Ochsenmark auslässt, das zum Beispiel einrühren. Oder so Lardo-Fett zum Beispiel ist auch ganz cool. Ja. Ja. Gehackte Austern, magst du so Meeresfrüchte und so? Also bin nicht so der Meeresfrüchte. Also ich liebe Fisch, aber ich bin nicht so der Meeresfrüchte-Fan. Ich bin dann nicht so. Okay. Ich bin jemand, ich probiere alles. Ich sage, hey, ich knall mir die Muscheln nach und nach rein, aber ich bin nie richtig warm geworden. Weil ich versuche immer allen noch eine Chance. Stimmt. Weißt du, was auch cool ist, wenn man zum Beispiel mal so eine Art von so Tom Kha Gai inspirierte Hollandaise machen würde? Ja, voll. So, ich mag mit auch gerösteten Kokosblocken mit rein und Kaffeelimette etc. Ich glaube, das ist ganz cool, ja. Ich mag das wenn ich in Thailand bin und die haben ihre, also wenn man da irgendwie essen geht, die nutzen halt auch viel mehr, sag ich mal, ihre Umgebung, die nutzen halt die Chilis, alles was halt da wächst. Und wenn man da zum Beispiel frühstücken geht, ich habe die Option schon gehabt, Thai-Style Hollandaise. So, wenn du Ex-Benedict isst, dann bringen die halt. Cool. Und dann kriegst du halt die Ex-Benedict, da ist halt aber Chili drin. Ja. Und du kriegst halt auch dann dazu, halt so, kriegst du noch eine Limettenscheibe dazu. Also so, das ist schon so dieses europäisch-thailändisch vermischt, habe ich da schon auf jeden Fall öfters mal gesehen. Meine Soße. Meine Base ist fertig, glaube. Genau, und ja, was wir jetzt machen, die Butter langsam einrühren, wie bei einer Mayonnaise eben dann in die Hollandaise. Ja. Man hat es auch immer beim Backen vor allen Dingen, hat man immer so dieses Angleichen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Sahne mit einem Quark verbinden willst, dann nimmst du ein bisschen Sahne oder je nachdem, welche Richtung es geht, ein bisschen Sahne oder ein bisschen Quark in die andere Mischung und rührst es erstmal ein und dann kannst du größere Mengen rein. Ich weiß was der Prozess ist, aber es funktioniert. Weißt du, was wir jetzt noch machen, weil für die klassische Hollandaise nimmst du ja nicht diese Molke jetzt her, die jetzt noch im Topf drin ist. Und die gebe ich jetzt zu meiner Pesto mit dazu, um das noch ein bisschen glatt zu rühren. Ah, okay. Habe ich mir jetzt gerade so gedacht. Dann haben wir noch die Süße aus der Butter. Es ist ja quasi der Zucker aus der Butter, oder? Ja, also das der Wasseranteil quasi, ne? Das ist ja 82% ist ja Fett bei einer Butter offiziell. Ja. Und das Restliche ist dann, das schaut eigentlich ganz cool aus, muss ich echt sagen. Nimmst du dein Fisch mal raus, weil ich glaube, wenn jetzt der so ausschaut wie mein Fisch, dann ist er jetzt genau richtig. Ja. Und? Der hat auf jeden Fall an den Seiten. Wow. Ja, das schaut gut aus. Ja? Das schaut gut aus. Und jetzt ist ja die Haut unten, oder? Jetzt drehst du das Ganze einmal um. Ja. Genau, da hast du mir vorhin schon was erklärt zu. Richtig, um die Haut schön abzubekommen. Ja. Stellst du jetzt deinen Ofen auf Grillfunktion? Mhm. Ich nehme denselben Teller, richtig? Genau.
weil es geht ganz schnell dann. Also den Ofen nur zu und den Fisch erstmal noch draußen lassen auf dem Teller. So, Grillfunktion, ich mache den schon mal an, die Grillfunktion. So, dann kann das schon mal heiß werden. Warst du denn schon mal in Japan? Andere Frage. Ich war mal eine Woche, genau, deinem Namen zu zufolge ist deine Herkunft ja nicht deutsch. Genau, mein Vater ist Japaner, meine Mutter ist Deutsche, genau. Und, Ja. Also du siehst auch, also ja, ich weiß nicht, ob man sowas, man kann sowas nicht immer urteilen, aber du siehst weder japanisch noch deutsch aus. Wo sind denn deine Wurzeln noch? Also du hast Japan? Naja, also eigentlich wirklich nur Deutschland und Japan. Also wie gesagt, okay. meine Mutter ist zwar in Österreich geboren, aber in der Nähe von Schwäbisch Hall aufgewachsen und ja, mein Vater kommt halt aus Japan, aber viele sagen auch, dass ich irgendwie so ein bisschen südamerikanisch ausschaue, ne? So, so Peru oder so, die Richtung dann, ne? Ja, das stimmt, das könnte ein bisschen sein, aber da ich ja deinen Namen schon wusste, war mir eigentlich 100% klar, du hast japanische Wurzeln. Und da warst du schon mal eine Woche in Tokio oder wo warst du dann da? Oder? Genau, oder eine Woche Tokio, das Rundreise. Ist eine super geile Geschichte dazu. Ich habe in Thailand habe ich Fans kennengelernt, ich habe 3 Shows in Thailand gehabt und nach der 2. Show ist mir auch gefallen, hey, die Leute hast du in der 1. Reihe schon in Bangkok gesehen, 2 Tage vorher. Und dann waren 3 Leute aus Tokio, die haben gesagt, die sind große Fans, aber sie schaffen es nicht nach Europa zu reisen und Thailand war halt halfway oder beziehungsweise näher dran. Dann haben die dann 4 Tage war das, so 5 Tage sind die extra nach Thailand, um mich zu sehen und haben dann mich reisend verfolgt und letztendlich habe ich mich dann halt mit denen bequatscht. Die meinten, ja, wenn du mal in Japan bist, wenn du mal in Tokio bist, wir zeigen dir die Stadt. Und ich meinte, ja, 2 Wochen später habe ich eine Woche frei, ich komme. Echt? Und dann haben wir halt echt die Fans, haben mir die Stadt ein bisschen gezeigt. Aber ich hatte das Gefühl, ich hätte noch eine Woche gebraucht. Cool. Hast du da, also was ich jetzt mache, ich habe jetzt so ungefähr 2 Esslöffel von der Miso-Paste. Miso-Paste in Schälchen rein. Achso, ja, wegen dem Fisch, den habe ich jetzt auf die Haut gedreht. So, und dann nehmen wir von der Miso-Paste. Miso-Paste, 2 Esslöffel in ein anderes Schälchen rein. Mhm. Und dann kommt was von der Hollandaise zu der Miso-Paste dazu, dass die ein bisschen glatt gerührt wird. Und dann kommt es quasi, wie du schon gerade eben gesagt hast, so wie beim Angleichen quasi, kommt dann diese glatt gerührte Miso-Paste wieder zur großen Menge der Hollandaise dazu. Habe ich das jetzt gut erklärt? Ja, also genau, ich packe ein bisschen Sauce Hollandaise zum Miso. Genau, weil wir wollen ja eine Miso Hollandaise machen und deswegen habe ich jetzt die Miso-Paste durch gerade so glatt mit der Hollandaise, also mit einem Teil von der Hollandaise. Wie viel hast du genommen? Einfach nur einen kleinen Schluck, ne? Ja, also ich habe jetzt auf meine Menge so 2 Esslöffel ungefähr, ne? Okay, ein klein bisschen kann ich dann hier noch rauf. Dass es halt nicht so als großer Klumpen quasi reinkommt. Und dann da reingeben und umrühren. Machst du das dann auch schrittweise oder gleich? Alles gleich rein. Einmal gut verrühren und dann hast du schon tata deine Miso Hollandaise. Tolle Kombi. Was du jetzt machen kannst, ist deine Ofentür auf und einmal mit offener Ofentür den Fisch mit der Haut nach oben das Gitter relativ hoch einschieben. Ja. Und dann musst du es echt nur ganz kurz runterhalten. Mhm. Dann wirst du sehen, dass der Fisch sich so ein bisschen an den Seiten hochbiegt und die Haut auch sich leicht verfärbt jetzt dann gleich. Okay. So eher ins Milchige. Also mit offener Tür, also ich mach's gar nicht jetzt zu wieder. Nee, genau, ja, so ist gut. Und das dauert jetzt nicht lange, dann kannst du es gleich rausnehmen und dann kannst du mit einem Löffel oder so unter die Haut runtergehen und die Haut gleich abziehen. Mhm. Nur dabei die Haut vom dicken Ende anfangen und zum Bauch hinwegziehen dann. Okay, das ist logisch, weil die andere Seite ist natürlich filigraner. Auch fettiger, deswegen auch weicher und ja, das müsste schon okay sein so. Ja, okay. Ja, doch. Es hat sich jetzt aber nicht nach oben gebogen. Nee. Aber versuch mal, ob das sich schon gut löst. Probieren wir mal. Ja, löst sich. Ja? Ja. Perfekt.
Das sieht wunderbar aus. Oh, toll. Und so ist halt ein Fisch halt immer einfach schön glasig, saftig, ne? Weil halt gerade so Salmoniden, also Lachsforellen, Saiblinge, Forellen, wenn die halt zu übergart sind, dann werden die halt echt immer so schnell so super trocken, ne? Ja, also toll. Ich finde, es ist eine super Technik mit dem Filetieren. Ich muss sagen, jetzt gerade, hatte ich dir vorhin schon erzählt, ich habe ja gerade folgendes Problem. Ich habe meine Messer zum Schärfen gegeben und nicht alles hier. Und finde ich eine super Methode, um die Haut abzukriegen. Aber muss man sich mal vorstellen, ne? Ein Franz Zimmer alle Farben hat Messer, die er zum Schleifen schickt. Das finde ich grandios. Das ist next level. Weißt du was? Und wir können auch schon zum Anrichten gehen. Ja. Du hast jetzt ja den Spargel in der Pfanne, ja, noch, oder? Und was ich jetzt auch mache, ist, dass ich mit dem Pesto, was wir uns angerührt haben, ja, über den Spargel so ein bisschen das Pesto verteile, aber jetzt ohne die Spitzen damit zu bedecken. Ja, okay. Das, den Fisch. Ich habe jetzt von dem Sesam was auf den Fisch, ja, draufgestreut. Okay, ich muss nur kurz einen anderen Teller, damit es auch schön aussieht. Und dann gibst du das einfach rüber. Ich verteile das dann hier, ne? Genau, auf den Fisch verteilen. Das riecht schon so gut immer. So, dann habe ich jetzt hier den Fisch auf den Teller gesetzt und den Spargel so daneben. So. Okay. Jetzt habe ich, was ich ja auch gemeint hatte, wir hatten ja vorhin gesagt, wir heben was von diesen Kräutern auf. Ich habe auch Blüten da. Hey, cool. Sehr schön. Und die kommen jetzt auch so, ich habe die jetzt auch hier so oben mit drauf getan, dass das echt schön so wie so ein Kräutersalat oben drauf liegt. Ja. So diese, also für uns ist ja auch immer wahnsinnig wichtig, dass wir auch frische Kräuter nochmal zum Schluss auch mit einbauen bei den Gerichten, dass das ja einfach eine Frische mit rüberkommt, auch eine filigrane Note letztendlich dann. Und wir arbeiten ja auch sehr eng mit zwei Gärtnern zusammen und da macht es natürlich dann umso mehr Spaß, dann eben auch mit Blüten und kleinen Kräutern zu arbeiten. Und das, finde ich, macht es auch beim Essen irgendwie viel bekömmlicher, ne? Irgendwie viel leichter. Ja. Und jetzt mache ich noch Folgendes, und zwar, das schaut halt, weißt du, bei diesen ganzen Soßengeschichten, ja, ist es halt echt immer so, wenn du halt so viel Soße auf den Teller gibst, dass es halt auch zum Essen toll ist, schaut es natürlich immer so überladen aus, ne? Ja. Deswegen gebe ich jetzt noch den einen Teil von der Hollandaise in ein kleines Schälchen zum extra dazu servieren und mache noch hier jetzt eine oder zwei so kleine romantische Tupfer, so Art Nocken. Ich zeig dir das mal. Weil dann schaut das alles nämlich ein bisschen filigraner aus. Ja. Und weil natürlich das total unrealistisch ist, nur so ein Esslöffelchen Hollandaise dazu zu essen, ja, gibt's hier dann nochmal satt dazu. Das macht auf jeden Fall Sinn. Da ich nicht ganz so synchron war wie du, habe ich es jetzt ein bisschen anders mit der Sauce Hollandaise gemacht. So. Okay, schaut auf jeden Fall super konzentriert aus, wie du das anrichtest. Dann zeige ich es dir mal. Cool. Cool. Sehr nice. So. Nicht schlecht. Dankeschön. Boah, ey, das hat richtig Spaß gemacht. Mir auch. Und ich finde es halt auch also schön, ich habe einfach keine klassische Ausbildung oder so, und ich finde es einfach schön, so Sachen dann zu hören. Ich meine, klar, ich kann mir die Rezepte angucken, ich kann auch zum Beispiel, wenn ich mir ein Rezept von einer Glaze-Torte oder so Mirror Glaze angucke, so, da steht dann nicht, dass du zum Beispiel, wenn du mehrere Farben nutzen willst, dass du bis warten muss, bis auch die Temperatur da gleich ist oder gleich auf 36, 37 Grad ist. Das sagt kein Rezept. Alle sagen, ja, machst du so, dann musst du die Bläschen rausfiltern und so. Aber letztendlich sind diese Rezepte halt auch nicht, da stehen keine Erfahrungswerte drin oder stehen halt auch keine
weiteren Gedanken drin. Also ja, sind dann halt auch basic. Und wie genauso hier, ich weiß, wie man den Fisch anbrät oder ich habe Spargel jetzt in vielen Varianten gemacht, aber dann halt irgendwie, weißt du, selbst mit dem Schälen, das erklärt dir niemand. Du machst das zu Hause. Genau, du siehst das Ergebnis. Jeder sagt dir, schäle jetzt den Spargel. Aber nicht wie. Cool, danke schön. Also ich mach ja auch gleich noch ein Foto hiervon. Deswegen zerstöre ich es jetzt nicht sofort. Ich stell's mal kurz rüber, dass man hier ein bisschen ohne Chaos ein Foto machen kann. Aber was ich ja noch super lustig finden würde, ist ja, weil du jetzt ja schon die ganze Zeit deine alle Farben Schürze angehabt hast. Ja. Ob wir nicht so eine Art lustigen Trikottausch machen wollen? Liebend gerne. Und? Und was mir auch noch aufgefallen ist, bevor ich es vergesse, gut, ich koche jetzt ja gerade auch privat zu Hause, du ja auch, aber trotzdem sollte es eigentlich schon in der Zeit mal sein, dass du aufgrund deiner Professionalität im Bereich Kochen auch mal eine Kochjacke anhast. Deswegen bekommst du auch noch eine Kochjacke von mir dazu. Also du hast eine richtige Kochjacke. Bruno Bouchef, ja. Und wenn du dann vielleicht sogar noch dein Logo uns schickst, dann können wir das da draufklicken lassen. Das wäre doch super cool, oder? Boah, das wäre mega geil. Oder? Und dann Schürze von mir dazu noch. Und ja. Vielleicht haben wir, also... Siehe da. Haben wir das Ganze dann, wir können vielleicht auch was verlosen oder halt, sag ich mal, verschenken. Weil ich glaube, es gibt viele Fans von dir, von mir, die das jetzt gerade verfolgen oder halt auch das cool finden, was wir machen. Und vielleicht auch beides cool finden. Dann, dass wir halt irgendwie, wir tauschen Trikots und verlosen welche, würde ich sagen. Ja, cool. Das machen wir. Und dann bekommst du auch ein paar mehr und dann, sind wir mal gespannt, wer alles so das dann gewinnt. Ne? Ja, und sobald offen ist bei dir, komme ich vorbei und wir sehen uns mal in Real Life und trinken vielleicht mal einen Schluck Wein oder gucken einfach. Ein Bier. Du trinkst da Bier. Lieber Bier und vor allen Dingen, München hat einfach gute Biere. Ich bin, danke. Ich mag Tegernseer und ich mag Augustiner und das findest du einfach hier auf jeden Fall im Süden. Ja. Das freut mich. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast dafür. Danke. Danke dir und ich bin gespannt auf Freitag Kids, oder? Ja. Wird sehr cool. Wir freuen uns alle drauf. Zum Abfeiern auch auf Social Distance. Richtig. Solange das noch so sein muss, machen wir das Beste draus. Also, vielen Dank, dass du dabei warst. Genau. Und hoffentlich bis bald. Es war mir eine Ehre. Dankeschön. Bleib gesund. Bis dann. Bleib gesund. Tschüss. Ciao.